Hey ihr da draußen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Es wird mal wieder ein längeres Championatsvideo und wir starten heute mit dem ersten Championat in Moorland. Wir machen wieder eine Compilation. Mal schauen, wie viele es dieses Mal werden. Moorland und es ist 23.31 Uhr jetzt mittlerweile. Das Championat beginnt gleich und ich würde sagen, wir legen los mit dem ersten Championat dieser Compilation. Ich bin gespannt, wie oft wir es schaffen werden, uns irgendwie zu platzieren. Mein Pferd hat schlechte Laune und ist auf Level 11. Also, schlechte Karten. Und, naja, wir müssen gar keinen Cut machen, weil es geht nämlich gleich schon los. Oh Gott, ich hab Angst. Ich hab schlechte Ausrüstung drauf, keine Hufeisen, egal. Egal, es gibt doch, glaube ich, nur eine Wettbewerbsgruppe. Wir sind schon direkt ganz hinten. Aber wir versuchen unser Bestes, wie immer. Schön hier vorbei. So. Also, da wir keine Chance haben an sich, ist unser Ziel eigentlich nur ganz entspannt ins Ziel zu kommen. Und kein Fail hinzulegen. Oh Gott. Weil das Moorland-Championat kann ich immer nicht so gut. Und deshalb dient das jetzt als Übung. Ja, und schon ein Fail hingelegt. Ist überhaupt irgendjemand hinter mir? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin die Letzte. Egal, mein Pferd hat schlechte Laune. Oh nee, da ist jemand hinter mir, aber gleich nicht mehr. Hier haben wir den schönen Nebel. Da geht's rüber. Okay. Aber bis jetzt lief es doch eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Wir gehen die schwierige Route, weil wenn schon, denn schon, würde ich sagen. Wir haben ja eh nichts zu verlieren. Dieser Druck, gell, wenn man Erster ist beim Championat, was nicht der Fall ist, aber wenn es so ist, wenn man Erster ist im Championat und denkt, verkack nicht, verkack nicht, verkack nicht. So, hier ist gut Wind am Start. Da hat wohl jemand eine Flagge verpasst. Pain an der Stelle. Hopp, hier rüber. Darüber. Gleich kommen der Heuballen. Oh nein! Ah, wir sind schön dran vorbei. Dann geht's hier lang. Die erste ist schon im Ziel. Wie geht das? Wie kann man so schnell sein? Oh mein Gott. So, Seitensprung. Ah, das hat komischerweise funktioniert. Und wenn es drauf ankommt, funktioniert sowas dann nicht. Es ist immer das Gleiche. So, ein bisschen Windstoß hier. Ein bisschen Windstoß da. Ein bisschen Windstoß hier. Und wir sind auch schon am Start. Ja, okay, ich will wissen, welcher Platz ich bin. Kurzer Cut, bis alle im Ziel sind. So, und da sind wir auch schon. Schauen wir uns mal die Platzierung an. Naja, okay, es geht sogar. Wir sind 13. von 18, aber eigentlich 17, weil, ja, ein paar haben es nicht geschafft. Und herzlichen Glückwunsch an Ava, Ivy und Sienna. Genau, dann würde ich sagen, das war's für dieses Championat. Und wir gehen direkt über zum nächsten Champi. So, meine Lieben, und wir sind jetzt auch beim nächsten Championat, und zwar dem Pony-Championat. Ich habe das Pferd gewechselt und ich habe mir auch gute Laune erkauft. Oh, Maus funktioniert nicht. Hallo. Ist immer ein bisschen kritisch. Okay, Leute, ich bin gar nicht vorbereitet. Ah, es geht schon los. Wieso geht es so schnell? Oh, mein Start-Button hat irgendwie gerade nicht so gut funktioniert. Jetzt habe ich schon mal... Jetzt bin ich schon mal langsam, auf jeden Fall. Oh Gott. Ich habe auch komplett vergessen, wie das überhaupt funktioniert hier. Ah, jetzt kriegen wir einen Speedy. Ah, wieso bin ich denn jetzt schon so weit hinten? Wozu habe ich mir diese gute Laune gekauft? Egal, wir versuchen unser Bestes. Oh Gott, es ist hier lang. Na, oh Gott. Oh je. Spannend auf jeden Fall. Oh. Ja, ich mische zumindest mal unter den Leuten vorne mit. In der Theorie. Oh, das war schlecht. Oh Gott. Ich wollte echt gut sein. So ein Mist. Ich habe 10 Frühlingsmarken dafür ausgegeben, dass ich gut bin jetzt. Nein! Nein! Oh Gott. Wieso bin ich so schlecht in Championaten? Ich habe es doch echt versucht. Jetzt plötzlich nach links gelenkt einfach. Komplett viele Menschen vor mir. Wägen, die runterfallen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oh, ich hasse es einfach. Puh. Ja, ich glaube, ich bin Letzter. Also es hat sich überhaupt nicht gelohnt, dieses gute Laune kaufen und so weiter. Oh Mann, ey. Das macht mich schon irgendwie echt traurig. Wieso bin ich denn so langsam? Ich habe mich echt angestrengt. Aber es bringt nichts. Die Leute sind viel schneller, weil sie halt auch viel krasseres Level haben. Also ich bin Level 16, die anderen sind 24 und so weiter. Ich wusste nicht mal, dass das möglich ist. Ecke, Haus, Haus. So. Hä? Oh nein, das war gar nicht das Ziel. Ich dachte, das ist schon das Ziel. Lol.
Ja, also ich bin Vorletzte. Was soll ich euch dazu sagen? Es ist echt peinlich. Ich hab's versucht, aber ich bin gescheitert. Also, ja. Ich würde sagen, es war nicht so erfolgreich, aber egal. Wir sehen uns beim nächsten Championat wieder. Vielleicht wird's besser und ich nehme jetzt einfach weiterhin mal meinen Pony, weil, ja, aus Prinzip. Und umso später es wird, umso mehr steigen unsere Chancen. Cut zum nächsten Championat. Oh, wartet, jetzt. Oh mein Gott, Leute, wir sind beim nächsten Championat und es geht auch direkt los. Oh Gott, ich habe Pferd gewechselt. Ich bin jetzt mittlerweile auf meinem Hauptaccount und habe hier auch kurz Frühlingsmarken verdient, um hier ganz entspannt dieses Championat zu reiten, weil ich habe das auf meinem zweiten Account einfach nicht. Es existiert nicht auf meinem zweiten Account. Ich weiß nicht wieso, aber ich kann es nicht machen. Und dementsprechend sind wir jetzt hier ganz entspannt auf meinem alten Championatspferdchen, das ich jetzt mal wieder rausgekramt habe, weil es viel zu selten von mir benutzt wird. Nein! Das war schlecht. Und ja, damit habe ich früher tatsächlich doch das ein oder andere Championat gewonnen. Und mein Ziel ist es eigentlich, platziert zu werden mit diesem wunderbaren Tier. Aber da ich dieses Championat in meinem Leben nur einmal geritten bin bis jetzt, sehen die Chancen eher mäßig aus. Oh Gott! Okay, ich bin einfach rein durchgeglitscht, das war gut. Ich, kennt ihr das, wenn ihr gerade so Dritter seid und ihr wisst, ihr dürft nicht verkacken, sonst habt ihr verkackt? So fühle ich mich gerade. Okay, keine Ahnung, was jetzt passiert. Ah, runter. Ja, das ist halt das Problem, wenn man nicht die Championate oft reitet. Ich bin jetzt wieder seit meinem letzten Champi-Video keine Champis geritten, außer, glaube ich, mal ein einziges in einem Livestream. Ansonsten sah es sehr schlecht aus. Ah, super. Habe ich natürlich jetzt nicht gesehen, diese Abkürzung. Das war echt richtig doof. Okay, also ich habe es, glaube ich, jetzt verpatzt mit meiner Platzierung. Scheiße. Okay. Oh nein, wo bin ich denn jetzt lang geritten? Ach, so eine Kacke. Oh, ist das ärgerlich. Ja, okay. Kann ich jetzt wenigstens noch durchreiten, dass ich zumindest ins Ziel komme? Ey, ohne Spaß, ich hasse es einfach. Ich hatte die Chance, platziert zu werden und dann... Also schlechter kann es eigentlich nicht laufen, als es gerade läuft. Es ist schon eine im Ziel. Wie bitte? Was für eine Maschine. Oh, ich habe schon jetzt keine Lust mehr. Ich habe echt gedacht, es könnte was werden mit der Platzierung, aber diese Strecke, ich kenne sie nicht. Und hier sind alle viel zu gut, Leute. Es ist einfach... Es ist 0.30 Uhr und trotzdem sind hier nur die ganzen Pros unterwegs. Also wie ihr seht, bin ich einfach Vorvorletzte geworden. Sehr schlecht. Wir versuchen es nochmal. Wir versuchen es nochmal. Wir sehen uns gleich beim nächsten Championat. Vielleicht läuft es da ja besser. Ich hoffe es, weil langsam habe ich keine Lust mehr. So Leute, wir sind beim nächsten Championat. Es sind natürlich auch wieder nur Level 24er hier bei uns in der Gruppe. Ich weiß nicht, was bei denen allen los ist, aber wieso seid ihr so hohe Levels? Egal, wir ziehen jetzt durch, wir probieren es nochmal. Ich würde sagen, wir müssen es einfach mal schaffen, uns irgendwie zu platzieren. Ich habe keine Ahnung, wie wir es schaffen sollen, aber wir werden es versuchen, weil es kann ja nicht sein, dass wir jedes Mal es einfach nicht schaffen, irgendeine Platzierung zu bekommen. Das ist schon maximal traurig und wir haben ja schon wieder so einen kleinen Pro. Hey, jetzt nicht schon am Anfang fehlen, Nali. Aha, oh, diese blöde Kackstelle. Ah, okay, wir haben die blöde Kackstelle schon geschafft. Das ist schon mal extrem viel wert, weil da verkacke ich normalerweise immer direkt. So, wir sind noch in der Platzierung drin. Jetzt heißt es einfach ganz entspannt da durchreiten. Einer ist schon weg, einer ist ausgeschieden. Das heißt, wir haben noch eine Person, ja, wo wir schneller sein müssen. Was schwierig ist, weil die haben alle ausgelevelt und haben dann ein höheres Level. Wir reiten jetzt einfach hier lang. Hab ich jetzt entschlossen. So, oh Gott, ey. Bin ich denn so aufgeregt? Nein! Vogelscheuche. Oh, okay. Also Leute, einfach springen. Einfach springen, bevor ihr irgendwo rein... Nein! Nein! Oh Gott, ich bin so doof. Jetzt bin ich Vierte. Oh, ich schaff's einfach nicht, ohne zu failen, Leute. Das ist doch einfach ein ganzes Trauerspiel hier. Oh, ich kann nicht mehr. Es ist so traurig. Oh nee. Wie kann man so schlecht in Championaten sein? Ich habe mich gerade noch gefreut, dass ich einen Trick gefunden habe. Egal, wir versuchen es weiter. Wir versuchen es weiter. Vielleicht schaffen wir es irgendwie noch Dritter zu werden. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wisst ihr, wie ich meine? Man muss es versuchen. Auch wenn es hoffnungslos erscheint. Oh Gott. Oh Gott. Das war eine sehr knappe Angelegenheit. Ja.
Super. Oh nee, Leute. Ich hab so. Es war so knapp, dass ich einfach platziert wurde. Vielleicht wird das meine neue Fail-Reihe einfach. Ja. Irgendwie. Die ganze Zeit kriegt sie so einen kleinen Speedy hier, die Tanja. Keine Ahnung, wie sie es macht, dass sie immer wieder schnell ist. Naja. Auf jeden Fall haben wir es verkackt. Wir sind Vierter. Und ich sag mal zu, überhaupt nichts. Ich kann heulen, ey. Ich habe mir echt vorgenommen, es dieses Mal zu schaffen. Und ich habe es mir wirklich vorgenommen. Und ich dachte auch, dass es funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Als nächstes geht es zum Jorvik-Stall. Ich kann das Championat überhaupt nicht im Jorvik-Stall. Das war jetzt eigentlich mein Premium-Championat. Aber wir werden es natürlich weiter versuchen. Und ich würde sagen, das Video endet, wenn ich platziert werde. Ja, wisst ihr, es wird keine normale Champi-Compilation. Das wird eine, das Video endet, wenn ich bei einem Championat platziert bin. Oder wenn ich es gewinne? Nee, okay, ich glaube, dann dauert das noch 30 Jahre. Wir schauen jetzt mal. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal zur Sunfield Farm. Und bereiten uns dann schon mal auf das nächste vor. Wir sehen uns wieder beim nächsten Championat. Und ich sag's euch, ich bin maximal aggressiv gerade, weil, oh, wie kann man denn die ganze Zeit so dämlich failen? Ich weiß es nicht. Aber ja, ich habe anscheinend ein besonderes Talent dafür. Okay, Leute. Hi und herzlich willkommen zu dem nächsten Championat. Und ich bin ein bisschen erfreut darüber, dass ein Championat beginnt. Denn wir haben nur eine einzige Gegnerin und das ist sehr vorteilhaft für uns. Das heißt, unser Ziel ist es lediglich, irgendwie ins Ziel zu kommen. Und ich glaube, das dürften wir schaffen. Theoretisch. Nicht schon jetzt failen, Nali? Nein, okay. Okay. Ich darf nicht schon wieder failen. Ganz entspannt. Ganz entspannt hier runter. Oh Gott, wieso werde ich immer rechts-links geschleudert? Aber hier drüber springen, ohne Probleme. Easy. Hier drüber springen. Oh, schon verkackt. Okay, puh, jetzt kommt der extrem doofe Teil. Oh, wieso? Wir werden nicht die Abkürzung nehmen, wir gehen außen rum, weil sonst verkacke ich schon wieder. Und das wollen wir nicht. Dementsprechend ganz entspannt hier lang. Ganz entspannt da lang. Okay. So weit, so gut, Leute. Ich bin gar nicht angeschaut. Oh. Ja gut. Unsere einzige Konkurrentin hat leider ist ausgeschieden. Das heißt, wir müssen es einfach nur schaffen, irgendwie ins Ziel zu kommen. Ganz entspannt. Okay, und dann... ist es lächerlich? Kann man sich dann überhaupt freuen, wenn man unter den Umständen gewinnt? Ja, jetzt mal nicht zu früh freuen, weil ihr wisst, wie ich bin. Es kann sein, dass ich es verkacke. Auch so. Das geht sehr schnell. Es ist einfach nur noch ein Kampf gegen mich selbst. Naja. Egal. Hör uns schon. Also ich weiß auch nicht, wie man so viel failen kann. Oh Gott. Okay, Leute. Also ich würde sagen, ich brauche keine Spannung mehr aufbauen, weil wo ist die Spannung? Komm, wir probieren es. Ja, hat mal wieder nicht geklappt. Ja, aber letzten Endes, was sollen wir machen? Wir nehmen den Safe-Weg diesmal außenrum, weil wir haben ja eh nichts zu verlieren. Und dann würde ich sagen, gibt's unsere... Überlegt mal jetzt, Netzi. Oh, das wäre Pain. Ja, wir haben es geschafft. Gegen niemanden haben wir gewonnen und sind jetzt Erster. Das ist traurig. Aber egal. Wir haben unsere Schleife. Das ist das, was wir wollten. Und wir haben erreicht, was wir wollten. Wir haben unsere Schleife. Auch wenn es vielleicht so etwas lächerlich in Bedingungen war. Gewonnen ist gewonnen. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir beenden das Video. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, das Video endet, denn wir haben den ersten Platz gemacht. Und ich bin mir jetzt sicher, ich werde das Video nennen. Das Video endet, wenn ich erster Platz beim Champi werde. Oder so irgendwie in der Form. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das hat sich jetzt erst entwickelt im Laufe der Zeit. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag.
Zum Abschluss ist es jetzt 1.34 Uhr und ihr könnt es euch ja ausrechnen, um 11:30 Uhr habe ich angefangen, bin diese paar Championate geritten und jetzt ist die Challenge beendet. Macht's gut, ihr Lieben. Lasst gerne ein Like da oder einen Kommentar oder ein Abo oder alles. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.